So, mein Lieben, auf geht's. Ich habe den Apothekenschlüssel, zwei Zutaten habe ich schon. Fehlt nur noch eine, die vielleicht finde ich dann jetzt, aber... da habe ich mich auch nochmal saudämlich dran gestellt, der Feuerlöscher. Ich habe einen Schlüssel und hier ist ein Schloss. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass der für ein anderes Schloss gedacht ist. Super. Ich habe einen Schlüssel und hier ist ein Schloss. Ich habe einen Schlüssel und hier ist ein Schloss. Ich habe einen Schlüssel und hier ist ein Schloss. Nix. Nee, ganz runter. So, hier immer noch ein Schloss. Hat es mal der falsche Gen wahrscheinlich für. Das ist bestimmt für die Wohnung, ich weiß. Der ich habe einen Schlüssel. Man muss kein G. Das der für ein. Okay, alles klar. Tonis Hütte, komm schneller, schneller. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl tun. Muss ja dann. Muss der da sein. Jawohl. Oh, Beruhigungsmittel. Sonst nix mehr. Kacke. Beruhigungsmittel. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Ich könnte die komisch noch einen Haken kriegt. Ich bin mir fast sicher, dass hier der Scheiß, dass ich den löschen muss. Mehr ist wohl nicht zu. Reicht ja auch. Mehr ist wohl nicht reicht. Dass ich hier denn. Boah, was für eine Plörre. Ein Haken. Das Narkotikum, ne? Kann ich die Toni ausnocken? Oder jemand anderes? Oder? Es ist eine Zutat für die Mühle. Das ist auch so schon langweilig genug. Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nein, danke. Darauf falle ich garantiert nicht rein. Nicht nochmal. Gewichte, was man halt so braucht. Ich. Für was kann ich das gebrauchen? Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht einmal etwas mit sich selber anzufangen. Komm, da schmeiß ich das Tuch drüber. Er weiß ja nicht einmal. Also. Nicht, die gehört. Aber das ist ein Ver. Na und? Oh, vielleicht. Und wenn. Teilen wir 50. Laie. Was in den Keller? Och, wieso habe ich dann den Keller nie gesehen? Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Kann ich da Löcher reinbohren? Tatsache.
Direkt unter der Dusche, so. Das ist das Rohr hier, ne? Das ist auch das Rohr von unten. So, das geht hoch. Sonst wird der mir das hier so nicht zeigen, ne? Was? Ich habe jetzt da Löcher drin gebohrt. Das heißt, wenn ich jetzt... Dusche. Ne, dann ist es immer noch ein Schritt, fehlt mir hier wahrscheinlich noch. Ein Schritt fehlt noch. Dass ich das zum Keller nicht gefunden habe, ne? Wahnsinn. So. Wie kriege ich das dazu? Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch einen. Ah, Haken, mein Freund. Bastel das mal zusammen. Und jetzt gehen wir da rein. Und schmuggeln den Ballon da durch. Zup. Alles klar. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Ja, ist ja gut. Jetzt gehen wir mal raus, gucken, kann ich jetzt was machen? Der Ballon hängt jetzt, die Klappe ist jetzt offen. So. Jetzt müsste er eigentlich gegen die Klappe stoßen. Bob, jawohl. Und jetzt ab Wasser rein. Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass schnell, bevor ich's ver... Jo, das ist geil. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Ja. Und weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Jawohl. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. So, hier haben wir dann... Oh, die Wünschelrute, was kann ich hier machen? Wie kriege ich das Wasser mit? Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts. Ich will mit Wenzel. Ich will mit Wenzel. Okay, jetzt ist noch eine andere Geschichte. Jetzt ist er weg. So. Kann ich die Wünschelrute. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Wie kann ich die benutzen jetzt?
Teile doch deine Pfeil. Benzel hat eine Schuss. Nee, kann ich nicht abschmeißen. Oder? Nee. Das war's wohl mit der Trinkwasserreserve. Wenigstens geschah es für einen guten Zweck. Okay, Rocket Anime. Zum Dorfzentrum. Tonis Hütte. Was wären da noch zum Tonis Hütte? Ich krieg das Wasser hin. Ich krieg deine Topf hier nicht. Wie kann ich das abzapfen? Ach, das ist doch alles scheiße, ey. Ich guck mal ganz, was habe ich jetzt noch? Handschellen, da kann ich etwas festmachen. Nur was? Da bist alles schon probiert. Das Einzige, was wirklich gegen Toni hilft, ist ihr Beruhigungsmittel. Ich muss das wahrscheinlich verpacken. Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nein, danke. Darauf falle ich garantiert nicht. Nicht noch. Nicht nochmal. Der ist bereits ausgenockt. Ja. Keine? Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das. Aber... Die Sache hat schon einen. Sie braucht nicht noch einen. Ich weiß auch noch nie. Hallo. Hi. Rufus. Genau. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Bis bald. Rufus. Genau. Hier drin habe ich jetzt noch einen Feuerlöscher. Kann ich dort den Ballon drin machen? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Die Sache müsste ich rankommen. Das ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug konfiszieren. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Aber wenn ich ihn nicht beruhigen kann, oder... Dann kann ich vielleicht... Ach, komm mal da! Ah, Rufus. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab. Aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus. Du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Hallo, Lotti. Du schon? Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Wer braucht schon... Dauert immer. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen! Oder etwa nicht? Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Genau da. Lotek? Was? Er stört! Schlafen Sie etwa im Schreibtisch?
Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? So, aber das Gequatsche mit dem Bürgermeister in der nächsten Folge.